Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bad Word Apes Exodus. Okay, wir machen einfach gleich weiter und gehen in meinen absoluten Lieblings-Zulag. Zulag Nummer 9, der mit Abstand größte und einfach nur ekligste. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Alles, was ich dazu sagen kann, ich hasse diesen Zulag. Und das war schlecht. Ich habe gedacht, er dreht sich noch um, aber irgendwie ist er dort geblieben. Oh, es geht prima los. Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie wenig Lust ich auf diesen Zulag habe. Aber das Schöne ist, sobald ich den rum habe, wird es nur noch besser. Und guckt euch mal den Sneak an, was der für einen Affenzahn drauf hat. Was genau soll ich eigentlich machen? Ja, und jetzt? Hä? Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Der Mutagen da oben wird wahrscheinlich mir die Klappe hier öffnen. Das ist das Einzige, was ich mir jetzt denken kann. Was ich hier machen kann. Oh oh. Okay, ganz ruhig. Sleek, ganz ruhig. Huiuiuiui. Knappe Sache. Oh mein Gott, seht ihr, wie riesig dieser Zulag ist? Das sind nämlich die Vorstandsbüros dieser Company. Was sagt das hier Schönes? Es ist die Soulstorm Rätselzeit. Du bist gerade betrunken geworden von Soulstorm Brühe. Was sollst du tun? Furz bloß nicht. Du könntest eine Sicherheitskugel zerstören. Danke sehr für diesen wunderbaren Tipp. Wäre ich auch alleine drauf gekommen. Hey Sophie, wir brauchen den Forz da unten. Ja, wir brauchen den Forz da unten. Problem ist nur der Sleek, der uns dort im Weg steht und ziemlich nerven tut. Hä? Wie er einfach nicht getroffen hat. Moment mal. Soll ich jetzt schnell genug darüber gehen oder was? Oh, das war mein Facebook. Hätte ich vielleicht ausmachen sollen vorher. Jetzt ist es zu spät. Hey, der hört doch aber auch, wenn ich jetzt hier auf den Knopf drücke. Ach nee, das sind ja keine Bomben, das sind nur die Brühe. Geh. Mein Gott, das ist hier wirklich knapp. Dieser Zulag ist einfach nur gnadenlos. Hey, hate it. Okay. Wie ihr schon seht, werden wir auch einen Klacken brauchen. Jetzt will ich erstmal speichern. Ich muss jetzt so forzen, dass der Forz dann explodiert, wenn die Kugel unten ist. Und das sollte gut klappen. Perfekt. Jetzt kann ich den Sneak übernehmen, den euren Kacksack. Der steht mir ja deren wenigstens nicht mehr im Weg. Das macht den Brunnen an, okay. Hier unten kann ich dich nicht gebrauchen. Nö. Also, weg mit dir. Gut, das heißt, dass ich jetzt 14 brauche. Ja. Ich kann ihn ja übernehmen. Das ist ja das Gute. Was genau soll ich jetzt machen? Ich könnte den jetzt zum Explodieren bringen. Aber bringt mir das was? Den hier brauche ich doch eigentlich ganz bestimmt nicht, oder? Den Sneak? Jetzt wirklich gerade eine doofe Situation. Mich interessiert gerade, wohin bringt mich denn das Ding hier? Hä? War auch eben noch an, das Ding, oder nicht? Der Brunnen. Jetzt ist er wieder an. Okay, der schmeißt mich da runter und das Ding. Nach ganz oben. Das hilft mir auch gar nicht. Aber wie kriege ich den Sleek da weg? Kann ich den kaputt furzen, ohne dass er mich umbringt? Ich muss kurz ausprobieren. Ich bringe mich selbst um. Yep. Ich hätte noch ein, zwei Tage geben müssen, glaube ich. Aber es geht. Es geht. Okay, dann werde ich wenigstens diesen Sneak los. Das ist ja schon mal was. Das ist wahrscheinlich auch das, was ich machen soll. Ist jetzt noch eins nach vorne? Und jetzt speichern.
Den Furz hört er nicht. Dreh dich um. Dreh dich um. Oder so. Okay. Damit kann ich die Mutterhaken freilassen, nicht? Genau, ich speichere mal. So, da kommen schon mal mit. Ich weiß nämlich nicht, ob hier unten noch ein Sneak ist. Da ist einer. Hier brauche ich einen Furz. What the fuck? Reg dich mal ab. Der ist ziemlich aggressiv, du. Also da oben brauche ich definitiv einen Furz. Um den Sneak loszuwerden. Das heißt, auf welche Etage? Etage 6 war es, glaube ich, nicht? Ja. Okay, okay, okay. Etagus Sexus. Das ist einfach nur so lustig, dass man seinen eigenen Furz übernehmen kann. Ich kenne kein anderes Spiel, wo man das kann, ehrlich. Den müsste ich da auch loswerden. Erst mit dich. Bumm. Jetzt auch auf Etage 5, den der vor den Vorstandsbüros steht. Der Rest sollte mir eigentlich egal sein. Ist ja nur noch einer übrig, glaube ich. Mit dem brauche ich da, glaube ich, später mit dem Klappen. Weiß nicht genau. Weil da ist ja ein Hebel. Hm. Ich behalte den Sieg einfach mal da. Der muss weg, der muss weg. Der stört definitiv. Achso, ja. Bang. So. Und jetzt kann ich wieder ganz nach oben hin und die paar Mutaken wenigstens erstmal befreien. Da fällt mir gerade ein. Was ist eigentlich mit dem hier? Okay, der macht das auf. Hilft uns jetzt nicht so viel. Stimmt, der Klacke macht unten das Teil auf. Dafür ist hier das Spracherkennungsschloss da. Habe ich ja schon wieder vergessen. Okay. Aua. Hier, komm mal mit. Oh, Mann. Komm da runter. Die sind mal lachen, das ist so fies. Die freuen sich, dass ich mir weh tue. Das sind gute Kumpels. Okay, jetzt geht es darum, in jede Tür zu gehen, dort irgendeine Aufgabe zu lösen, sodass dort ein Klacken erscheint. Wie genau ging das jetzt? Hm. Ich brauche auf alle Fälle die Brüder hinten. Das steht schon mal völlig außer Frage. Das Sneak nervt mich nur gerade ein bisschen. Kann ich ihn ausschalten? Oder brauche ich den für irgendwas? Komm, komm. Okay. Damit kann ich auf alle Fälle schon mal da drüben in den Raum die Sicherheitskugel wegmachen. Den Sieg kann ich nicht übernehmen, weil der rennt wie ein Bekloppter. Doch, ich glaube, ich muss den töten und den Sneak. Was ja kein Problem ist mit dem Furz. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße! Er war doch schon außerhalb des Bildschirms. Oh. So schlecht. Was? Oh nein, oder? Oh, ich hab keinen Bock, ey. Ich hab keinen Bock. Ja, schön, jetzt darf ich hier nochmal hin. Oh, das ist doch so Mist. Hör auf zu schießen, du dünner Sack. Mann. Tut mir leid, Leute, aber sowas regt mich auf. So ist es einfach nur scheiße. Das habe ich ja nicht gespeichert. Mann. Also. Den auf Stufe 5 und 6 explodieren lassen. Ich hasse diesen Zulag. Er ist einfach nur scheiße. Wieso dauert der so lange? Es gibt keinen guten Grund dafür, dass dieser Zulag so riesig ist. Es ist Zulag Nummer 9. Keiner der besonderen Zulage. Wieso? Ich weiß es nicht, warum der so groß ist. Ich kann auch nichts dran ändern, nicht? Ich kann ihn nicht gerne machen. Ich kann allerhöchstens die ganzen Sneaks ausrotten, aber das war's dann auch wieder.
So, da ist er klacken. Und tschüss. Bang. So, haben wir das einmal wieder geschafft. Jetzt betätige ich den Nebel. Hui. Naja, schießt du ruhig. Das interessiert mich gerade absolut gar nicht. Hier sieht man den Kopf stößen. Ich sehe gar nicht voran. Er stößt nicht, weil wahrscheinlich einfach nur, weil er es kann. Um mich zu ärgern. Das ist mit Abstand wahrscheinlich der einzige Grund. So, jetzt noch den anderen. Und du auch mit runter, komm. So, jetzt wartet ihr hier. Ich gehe jetzt hier rein, weil die Tür da eben nicht gefallen hat. Sieht auch nicht besser aus. So, jetzt habe ich aber eindeutig gespeichert. Ich speichere nochmal. So. Ich habe so das Gefühl, dass mit dem Sneak nicht gut... Ja, ist nicht. Der ist ein bisschen aggressiv. Okay, damit habe ich schon mal den Klacken da oben. Was genau soll ich hier machen? Ich kann den Sneak hinten sagen, dass er den Nebel drücken soll und sich selbst damit umbringt. Dann muss ich machen. Hä? Okay, okay, okay. So wird das also nichts. Aber ich glaube schon, ich weiß schon, wie ich das mache. Oder? Achso, kann ich das hier aufmachen? Ja, der Sneak, da muss das auch machen. Das heißt, beweg dich. Beweg dich. Komm. Mache hin. Oh. Ist das jetzt euer Ernst? Schön. Leute, das ist so machbar. Das Sneak ist verbuggt. Was soll ich denn jetzt bitte schon machen? Ach, und jetzt bewegt er sich. Jetzt bewegt er sich. Das macht so viel Sinn, ich glaube es gar nicht. Oh. Wieso ergibt das so viel Sinn? Kann mir das irgendjemand sagen? So, ich muss die jetzt einfach gut erwischen. Wieso ist das mistig? Einfach falsch erwischt. Was? Oh Mann! Ich krieg's nicht hin. Ich krieg das Timing nicht hin. Schon wieder nicht. Sag mal. Geht das überhaupt? Geht das überhaupt? Warte mal, wenn ich doch aber jetzt schante, dann wird er doch wahrscheinlich sich selbst umbringen, der Sneak. Ja, oder so. Warte mal, kann ich jetzt überhaupt? Okay, es geht. Oh, Leute, wir haben einen dieser wunderschönen Räume geschafft. Tut mir leid, nicht so. Warum auch immer ich mich bei dir entschuldige, warum auch immer du. Ich meine, gut, du hast den Grund, warum du wütend bist, aber es ist doch nicht meine Schuld. Weg mit dir. So. Wir müssen all diese drei Türen machen. Zulok 9. Ich liebe ihn. Ja, absolut. So, nehmen wir jetzt hier unten. Executive Office. Okay, da oben kann ich anscheinend nicht viel machen. Wenn ich jetzt an dem Hebel drücke, kommt ein Sneak, nehme ich an. Korrekt. Den nehme ich jetzt ein, den Sneak oder meinen Kunden? Okay. Dachte ich mir schon. Jetzt könnte ich erstmal die Mut Darkens freilassen. Genau.
Nee, da gibt's anscheinend nichts. Du kommst mir hier runter, da können wir es mit anderen Sneak töten. Wenn der jetzt wiederkommt. So. Warte mal hier. Ja, ja, hier. Und damit bringen wir die beiden nämlich um. Genau. Genau so funktioniert das. Ah, das war schön. Das hat prima geklappt, oder nicht, Leute? Dieser Raum war schön. Die haben es gleich verstanden, was ich machen muss. So, ich hoffe jetzt einfach für die beiden Mutanten, dass die nicht an dem Vogelkreis vorbeirennen und da runterspringen. Danke. Danke, danke, danke. Okay, gut, jetzt wird nur dieser andere Raum von ihm, den wir verschissen haben. Und von diesem Raum sollte man in einen Klacken bekommen, den wir hier brauchen. Hoffentlich zumindest, weil ansonsten, ja, ansonsten ist es scheiße. Aber das wird schon. Erstmal speichern. Quicksave. So. Ich werde gleich dieses Lied da umbringen. Mit einem so einer Brühe. Ah, Mann. Was mache ich denn? Komm. Geh weg. Geh weg. Los, 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 ey. Hoch. So, und jetzt bist du sowas von fällig, du blöder Arsch. Komm wieder. So. Okay, den haben wir. Eine Mutakins gibt es hier in diesem Raum an sich nicht, ne? Wenn ich das so richtig sehe. Nee, irgendwie nicht. Es geht hier nur um den Klacken. So, weg mit dem Ding. Bang. Und jetzt kann ich das hier betätigen. Damit öffnet sich das. Jetzt einfach noch den Klacken holen. Das Sieg sollte runterfallen. Tut uns nichts. Und wir kriegen den wunderschönen Glocken. Und den Sieg brauchen wir ja eigentlich gar nicht. Der steht da jetzt und guckt blöde. Ja. Hiermit können wir uns teleportieren. Wir müssten jetzt in diesen Hauptraum kommen. Ja, genau. Okay. Wir machen Fortschritte. Jetzt kann ich mit dem Glocken hier rumgehen und die ganzen Klappen hier öffnen. So, jetzt brauche ich den Sneak. So. Komm mal mit. So, dann nehme ich einfach nur noch mit den Sneak. Okay, der hat da Selbstmord begangen. Das finde ich ziemlich freundlich von ihm. Wusste jetzt eigentlich gar nicht, dass das passiert. Und damit haben wir's. Wir haben alles auf. Sollte alles geklappt haben. Der Sleek ist auch einfach mal verschwunden. Wo ist er denn hin? Aufs Klo gegangen oder was? Ist einfach weg. Warum auch nicht? Okay. Wir sind schon relativ durch mit Zulag Nummer 9. Dann doch schon. Ich habe gerade die Befürchtung, dass die sich in den Tod stürzen, wenn die jetzt einfach hier so runterlaufen. Ja, wie soll ich den sonst so runterkriegen? Einfach mal gucken. Nee, scheint nicht zu sterben. Wobei der Sturz ziemlich tief war. Hier scheint sehr, sehr robuste Mutakins zu sein. Naja, in der Tat. Sollte man nicht unterschätzen, die Mutakins hier. Okay. Wieso habe ich gerade geschaut? Das macht einfach keinen Sinn. So, jetzt kommt mit. Hört auf zu lachen und kommt hier runter. Kommt. Oh, meine Güte. Bring jetzt noch den nach oben. Und der macht das Ding auf. Und jetzt alle. Ja, falsche Taste. Erneut. Runter mit euch. Was bringt mir das hier eigentlich? Wozu sollte ich das denn jemals öffnen? Finde ich ziemlich sinnlos, aber na gut. Runter mit euch. Kommt. Und ab der Fisch. Neuen Hammers.
Jawohl. Wir haben es. Ich hab das vergessen. Ich hasse das. Das gibt's ja auch noch. Die scheiß Fleeches. Ihr kriegt erstmal alle eins auf die Fresse. Dass ihr ja ruhig seid. Das wollte ich nicht. Ihr hört jetzt sofort auf. Oh Mann. Hä? Wieso folgen mir jetzt einfach alle? Okay, vergessen wir es einfach. Wie mache ich denn das jetzt mit den Fleeches? Ich habe keine Ahnung. Ihr wartet jetzt einfach mal hier. Das macht den Strom an. Lässt auch die Fleeches frei oder nicht? Sie könnten jetzt da runterkommen. Das würde mir nicht viel bringen. Die Frage ist denn eigentlich, was macht dieser Hebel? Okay, was macht das Ding? Ah, ja. What the fuck, wie funktioniert das? Ich kann ja jetzt die Mutagens alle hier rüberbringen. Nein. Nein. Oh Mann. Wie ich einfach die Mutagens schlage, weil ich es nicht hinkriege. Das heißt, wenn ich jetzt schnell genug bin. Und zu. Das Problem ist doch jetzt aber, dass die doch jetzt hier runtergefallen kommen. Oder? Ich hab's versaut. Wie kriege ich die jetzt zu mir? Wo ist der Vogelkreis? Ach, der ist ja da. Moment mal. Das heißt, dass an sich, wenn ich jetzt chante, nur noch die Fleeches auf mich drauf gehen sollten. Das heißt, ich sperre mich mal kurz selbst hier ein. Oh mein Gott. Ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Und tschüss. Und damit haben wir so los. Wir haben's, Leute. Wir haben's. Wir hätten sie wahrscheinlich auch irgendwie hier mit umbringen können. Aber so wie ich es gelöst habe, geht's anscheinend auch. Und das sollte jetzt aber Zulag 9 gewesen sein, oder? Was? Okay. Gut, warum nicht? Dreh ich halt noch an dem Rädchen. Wenn ihr unbedingt wollt. Haben wir's? Wir haben's. Jawohl. Damit geht's im nächsten Part weiter mit Zulag Nummer 10. Bis zum nächsten Mal und ciao.